Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal. Ihr seht schon, ich habe hier jetzt gerade so einen kleinen grünen Screen und das liegt nämlich daran, dass ich hier ein kleines Tutorial machen will, wie ihr die Musik in eurem Intro ändern könnt. Und das mit Shortcut. Auf ganz schnelle Art und Weise. Natürlich gehen wir hier erstmal rein und gehen hier erstmal den Text durch und schreiben hier jetzt erstmal unseren Text rein, den wir da rein haben wollen. Ich kopiere mir den jetzt auch, weil ich werde ihn dann direkt hier auch komplett reinschreiben, damit das ein komplettes Intro so gesehen ist. So, ich mache das nochmal schnell fertig. Ist eh nur noch ein Text und zack. Wir gucken, hier ist nichts weiter. Wir gehen jetzt hier einfach auf Download. Wir starten den ganzen Download so, wie er ist. Um das zu überspringen, würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn der Download fertig ist. Bis gleich. Als nächstes speichert ihr das Ganze einfach unter dem Ordner, wo ihr das haben wollt, ab. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal unter meinem YouTube-Ordner speichern und werde das einfach mal Tutorial nennen. Tutorial. Genau, with Tutorial werde ich das jetzt einfach mal nennen. So, dann habt ihr hier unten dieses Video und das, da gehen wir jetzt auch einmal gemeinsam rein. Nicht wundern, ich mache hier gerade noch ein Video fertig währenddessen. Ja. Nee, jetzt habe ich das falsch geöffnet. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal einfach in dieses Video hier rein. Ich ziehe das hier rüber. Und da wir für gewöhnlich wissen, dass die Hälfte von der Musik bei Panzeut Copyright ist, zeige ich euch jetzt, wie ihr die einfach ändern könnt. Ihr habt jetzt hier dieses Intro und zieht das jetzt einfach rein. Okay. Dann zieht ihr das hier oben einfach in eure Liste rein. Einfach hier oben, da wo ihr auch normal eure Videos bearbeitet. Als nächstes, ganz wichtig, ihr macht Rechtsklick mit der Maus auf dieses Intro. Danach geht ihr hier auf Mehr. Und dann seht ihr hier Trenne Audio. Da klickt ihr dann drauf auf Trenne Audio und dann ist die Audio hier unten. Wenn ich die jetzt lösche, sieht das Ganze nur so aus. Denn richtig, es ist keine Musik mehr drin. Es ist jetzt nur noch das Intro-Video. Jetzt kommt meine eigene Musik ins Spiel. Dafür gehe ich am besten einmal ganz kurz hier rein. Na, belasten. Da ist er nicht drin. Dann ist der. Man merkt, ich bin gut vorbereitet. Da. Genau, hier ist nämlich mein Beat drin. Ne? So, den zieht ihr einfach hier unten rein und zieht ihn dann hier hoch. Komplett bis an den Anfang. Und lasst ihn dann einfach so, wie er ist. Ihr könnt dann jetzt bis zum Ende vom Intro, da wo das Intro dann aufhört, und könnt einmal S drücken. Und könnt dann den Teil hier vom Intro, von der neuen Intro-Musik, könnt ihr einfach anklicken und entfernen. Und jetzt sieht das Intro so aus. Ihr könnt natürlich auch eine andere Musik nehmen, aber jetzt, um euch einfach mal so ein bisschen zu zeigen, wie ich das mache, so mache ich meine Intros. Also so werde ich die, so mache ich die auch selber. Jetzt kann ich zum Beispiel hier, jetzt kann ich hier natürlich gucken, ob ich das hier direkt mit rein verschieben will. Dann sieht das Ganze schon so aus. Ja, perfekt. Also ich weiß jetzt nicht, ob da dann noch Bild ist. Okay, nein, da ist da kein Bild mehr. Gut. Also schiebt das nicht hoch, lasst das einfach hier unten. Lasst das tatsächlich einfach so, wie ich das vorhin gemacht habe. Dass ihr einfach das Intro reinnehmt und dann könnt ihr direkt einmal auf Rechtsklick, dann auf Mehr. Und dann könnt ihr auch schon die Audio entfernen. Zum Beispiel nochmal hier Mehr. Rechtsklick auf das Intro, mehr trenne Audio und dann könnt ihr die Audio nach einer Audio eurer Wahl ersetzen. Und so einfach mache ich meine
Intros und meine Outros. Hier kann ich nochmal zeigen, hier ist mein Intro. Das ist mein Intro, Outro kennt man. Von daher, so leicht könnt ihr eure Intros und eure Outros von der Musik her ändern. Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video geholfen und es hat euch hoffentlich auch gefallen. Lasst ja gerne mal ein Like und ein Abo da, wenn ich mehr von Tutorials machen soll. Schreibt mir auch gerne mal mehr Tutorial-Ideen in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal beim nächsten Video oder am nächsten Livestream. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.